Jetzt packt sie aus. Anna-Karina Wojcik berichtet nun, wie lange sie schon die Trennung von Stefan Ross plante. Wie sie im Interview mit RTL berichtet, begann schon im Sommer die Phase, wo die Trennung schon in Sicht war. Bei einer derart öffentlichen Beziehung, die mit sehr viel gemeinsamer Arbeit verbunden war, blieb am Ende nicht mehr genug Zeit fürs private Glück. Eine Trennung schmerzt und ist nie was Schönes, gibt Wojcik zu. Einen großen dramatischen Rosenkrieg würde es bei ihr und dem Schlagerstar nicht geben. Die beiden würden als Freunde verbleiben und werden sogar gemeinsam auf Tour gehen.